Maenzo wird der beste Supermarkt sein, weil er besser ist als die stationären Lebensmittelhändler, die wir bislang kennen, und besser ist als die besten Online-Supermärkte, die wir bislang kennen. Hier bestimmt nicht der Lebensmittelhandel. Was ins Regal kommt oder ins Sortiment kommt, hier bestimmt in der Tat der Kunde. Das ist die Idee. Die Idee war eigentlich relativ simpel. Wir wollten eine Plattform haben, auf der wir neue Sachen ausprobieren können. Wo Sachen eine Chance bekommen, die sonst eigentlich im Supermarkt keine Chance haben. Produkte, die normalerweise nicht gelistet werden, weil sie zu klein sind oder noch zu jung sind, die können sich hier vorstellen. Wir stellen das alle unseren Kunden vor und die Kunden wählen es dann rein. Wir starten zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar keinen Online-Supermarkt hatten. Das verwirrt jeden total. Weil es neu ist. Weil es neu ist, ganz anders. Aber das ist genau unser Weg. Wir laden ein zur Co-Creation, zum gemeinsamen Mitentwickeln. Und das geht natürlich nur, wenn ich noch nicht fertig bin. Sich hinzustellen und zu sagen, ich bin fertig und jetzt kannst du mitmachen, ist irgendwie nicht das, was wir unter Pionier verstehen. Pionier ist jemand, der vorne steht. Und da stand vorher noch keiner. Deswegen müssen wir diesen Weg so gehen, wie wir ihn gehen. Unfertig starten und gemeinsam mit den Pionieren entwickeln wir den besseren Supermarkt. Und bei uns kann man eigentlich relativ simpel drei Sachen machen. Das eine ist einkaufen. Das ist das, was wir wollen. Zweites Thema ist eben das Mitgestalten. Ich kann mir Produkte reinwünschen. Also die Produkte, die hier in den Supermarkt reingehen, werden basisdemokratisch von den Kunden mitentschieden. Die dritte Säule ist eben Teilhaber werden. Das ist die drei Säulen, von denen wir immer sprechen. Das sind die drei Säulen, die jemand hat und selber entscheiden kann, ob er alles machen möchte oder ob er sagt, komm, diese Mitmachgeschichte, Teilhaber interessiert mich nicht. Ich will einfach nur einkaufen. Geht auch. Ich finde das Konzept ganz überzeugend, vor allem diese Idee und die Entwicklung, wie das Konzept entstanden ist. Das aus Kundensicht entstanden ist, aus den Bedürfnissen des Marktes heraus. Und da so meiner Meinung nach was völlig Neues entsteht, was es so noch nicht gibt. Und wo ja auch schon in Teilbereichen bewiesen worden ist, dass Bedürfnis, Interesse da ist. Und es werden halt wahnsinnig viele Ideen von Kunden umgesetzt oder von potenziellen Kunden. Ja, und was kann man Besseres machen, als sich am Interesse des Kunden zu orientieren? Unser jetziges Sortiment, mit dem wir starten werden, umfasst ca. 25.000 Artikel. Das ist vergleichbar mit einem wirklich gut ausgestatteten Supermarkt, so wie wir ihn draußen kennen. Das sind die Basisartikel. Das ist im Grunde das Sortiment, das ein Supermarkt draußen hat. Wir wollen hin Ende 2018 auf ca. 40.000 Artikel. Das ist dann sozusagen fast doppelt so groß. Am Ende sollen 100.000 Artikel dort stehen. 25.000 Artikel Basissortiment eines Supermarktes. Und die restlichen 75.000 Artikel sind im Grunde alle möglichen Formen, vegan, vegetarisch, Laktoseintoleranz, Diätprodukte, Tiernahrung, Baby, alles, was draußen im Grunde ein relevantes Bedürfnis ist, werden wir uns dann in unserem Supermarkt wiederfinden. Die Digitalisierung des Tante-Emma-Ladens. Tante Emma, die einen kleinen Tante-Emma-Laden hatte, die kannte ihre Kunden. Die wusste, was der Kunde möchte. Sie hat dementsprechend bestellt. Sie konnte die Menschen mit Namen ansprechen und ihr Geschäft und ihre Produkte so kuratieren, dass es eben auf ihre Zielgruppe passt. Ihr Problem war nur, dass der Laden zu klein ist. Der Laden war zu klein, um all die Wünsche, die da draußen sind, wirklich zu erfüllen. Und wir wollen wieder diese Nähe herstellen. Wir wollen in einer digitalen Welt, in einer technologischen Welt, eigentlich versuchen, die Technologie zu nutzen zum Wohle des Menschen. Wir hören zu und bevor wir die ersten Programmzeile programmiert haben, haben wir 1,5 Millionen Euro in Marktforschung investiert. Wir haben erstmal nur zugehört und gefragt, wie soll eigentlich der bessere Supermarkt aussehen? Die Stimme der Menschen entscheidet. Wenn es genügend Menschen gibt, die sagen, geiles Produkt, dann kommt es ins Regal. Findet es keine Fans, dann kommt es natürlich nicht ins Regal. Und diese ganzen Firmen, diese kleinen Startups, aber auch größere Firmen, 10, 20 Millionen, 30 Millionen Euro Umsatz, haben nicht das Geld, um sich in den Handel einkaufen zu können. Es sei denn, sie haben eine solche Marktbegehrlichkeit, dass der Lebensmittelhändler nicht daran vorbeisehen kann. So, und das ist ja unser Modell, dass die sich bei uns vorstellen können und die Kunden wählen das Produkt rein oder eben nicht, dann hat es auch keine Begehrlichkeit im Markt ausgelöst. Denn wir tun ja nichts anderes als vom Markt her, also vom Menschen für den Menschen, eine Unternehmensidee zu entwickeln, ein Angebot zu entwickeln. Und die maximale Weiterdenkung und Konsequenz bedeutet, dass der Kunde auch Teilhaber von der Firma wird. Und dann haben wir uns eben darüber Gedanken gemacht, was ist die beste Teilhaberschaft? Und die beste Teilhaberschaft ist die Genossenschaft, weil die Genossenschaft entkoppelt ist vom Kapital.
Jeder hat nur eine Stimme, ob er 100 Euro einzahlt oder 10.000 Euro, was der Maximalbetrag ist. Jeder hat nur eine Stimme. Wir werden aber Ende des Jahres soweit sein, dass mehr als 16.000 Menschen bei uns einkaufen können. Wir werden soweit sein, dass wir bundesweit ausliefern können. Wir sind soweit, dass unsere Intralogistik, unsere Robotik funktioniert. Wir sind soweit, dass wir mit Lebensmitteln gelernt haben, richtig umzugehen. Viele Sachen werden wir bis Ende 2018 noch realisiert haben. Und wenn ich schaue, was im Februar passiert ist. Im Februar waren wir 1.800 Pioniere, 1.800 Kunden. Heute sind wir 10.000 Menschen. Wir wollen dem Hersteller anbieten, der Ort zu sein, wir, Maienso, an dem man besser verkaufen kann. Weil ich mit dem Kunden reden kann. Weil wir stellen das Wissen zur Verfügung. Wir sind transparent bis zum geht nicht mehr. Ich war gestern vorgestern bei einem Hersteller, der hatte gesagt, all das, was ihr macht, finde ich klasse, aber ich verstehe nicht, warum ihr uns erlaubt, diese Erkenntnisse zu teilen. Wir erlauben diese Erkenntnisse zu teilen, weil wir glauben, dass was gut ist für E-Commerce Food, das ist letztendlich auch gut für Maienso. Entweder mache ich eine Plattform selber oder ich gehe in Kooperation mit einer Plattform. Wenn wir sagen, wir machen Co-Creation, heißt das auch, das Angebot an Hersteller zusammen mit unseren Kunden vielleicht andere neue Produkte zu entwickeln. Des Weiteren haben wir im Bereich Logistik eines der wahrscheinlich wichtigsten Elemente in dem ganzen Bereich Online-Supermarkt. Dort haben wir Partner wie die Firma Grenzebach. Grenzebach ist ganz entscheidend für uns, weil die ein Automatisierungskonzept entwickelt haben, wo die Regale zum Kommissionierer fahren und nicht der Mensch zum Regal muss. Ein wichtiger Partner ist die Firma MR Planfabrik, ein Unternehmen, das schon Automatisierung mit der gleichen Technik von Grenzebach in Frankfurt umgesetzt hat für eine Firma Engelbert und Strauß. Wir haben in der Auslieferung Firmen wie Livery oder DHL ungeschlagen in ihren Bereichen, haben eigene Bereiche für die Auslieferung im Lebensmittelbereich gemacht. Das ist nicht der normale Paketversender, das sind extra ausgebildete Kollegen für diesen Segment. Lebensmitteldienste. Lebensmitteldienste. Ja. Im Bereich IT, glaube ich, gibt es keine zweite Adresse, das ist die Firma Team Neuster. Team Neuster ist ein Unternehmen, die arbeiten, sind groß geworden mit der TUI zusammen, arbeiten im E-Commerce. Bereich mit Firmen wie Otto zusammen, haben in Deutschland knapp 1.500 Programmierer. Das ist ein Riesenunternehmen, ich glaube Nummer 1 oder Nummer 2 im Bereich E-Commerce, je nachdem, wie man das Ranking sich anschaut. Wir haben auf allen Bereichen, eigentlich in allen Bereichen, strategische Partnerschaften geschlossen, wo wir mehr als nur einen Dienstleistungsvertrag haben, wo wir wirklich Kooperation leben. Also im Bereich Marketing und Kommunikation geht es ja darum, dass wir eine Geschichte erzählen, die aus uns herauskommt, aus unserer innersten Identität, aus dem, was wir sind. Und darüber waren wir schon auch positiv überrascht, dass wir mit der Geschichte, die wir im Markt erzählen, ein echtes Fahrwasser erzeugen, dass wir Medienresonanz bekommen, im Prinzip seit wir unterwegs sind. Und darum geht es doch, dass Menschen sich hinter einer Idee sammeln. Und das machen wir. Jeder unserer Wettbewerber macht das, was er aus seiner Genese heraus tun muss. Amazon beschäftigt sich mit der Optimierung der Optimierung. Rewe beschäftigt sich damit, das stationäre Handelsmodell ins Internet zu kopieren. Und wir beschäftigen uns mit dem, was uns wichtig erscheint, nämlich den Menschen.